Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Ja, wie man erkennen kann, ne, es gab ein Patch, es wurde ein bisschen was geändert. Alles Karten, die ich nicht so habe. Nichtsdestotrotz sind wir in einer neuen Season. Wir stehen kurz vor dem Unguru. Udo, Unguru? Wie sagt man das eigentlich richtig? Ich kenne das noch aus World of Warcraft, diesen Krater. Das war ganz cool. Und uns erwartet dann im April 135 neue Karten. Ich bin gespannt. Ich bin aber auch gespannt, wie die Season März ausfallen wird. Ich bin noch so ein bisschen am Rumdaddeln und am Überlegen. Budget Tempo Mage oder Reno Mage. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal den Reno Priester. Priester sage ich schon. Prinz Mage. Den werde ich mal ausprobieren. Ich habe den jetzt schon ein, zwei Mal gespielt. Ich muss gestehen, ich habe erst einmal gewonnen. Also nicht mit dem, sondern generell. Ich glaube, insgesamt habe ich jetzt im Ranked 6 Spiele gemacht. Gut, wir haben jetzt den 1.3. Das ist denn auch immer nicht so einfach. Wir spielen auch noch gegen Magier, ey. Starthand ist natürlich schwierig. Gucken mal, dass wir vielleicht ein paar kleinere kriegen. Wir haben so schon so teure Karten in dem Deck. Deswegen schauen wir mal, ob wir eine Chance haben. Also ich habe gegen einen ganz interessanten Krieger gespielt. Was hatte der nochmal? Der hatte auch den Prinz drin. Das war so ein Control. Boah, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Was war das? Ein Control. Piraten, Prinz. Reno-Krieger, das war irgendwie schwierig gegen den, muss ich gestehen. Weil der hat dann seinen Reno nochmal wieder rausgeholt aus dem Board. Na, er hat eine Karte gehabt, womit er den wieder rauszieht. Das war echt ätzend. Wenn ihr. Okay, mal gucken. Okay. Das war ja sensationell, was wir gerade gemacht haben. Mal gucken, ob wir eine Chance haben. Rang 20 wäre ja das quasi das nächste Ziel. Das Gute ist, wir haben schon 2 Sterne und wir können hier in dem Rang nicht weniger bekommen. Puh, ob ich Rang 16 erreiche diese Season, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich spiele ihn schon mal aus. Um in der nächsten Runde mit dem Drachen vielleicht 2 Karten zu bekommen. Mal gucken, was er auf der Hand hat mit 4. Er könnte Freeze und Ping. Könnte er machen. Vielleicht hat er aber auch nichts ordentliches. Aber es wird auch ein Reno Mage sein. So siehst du, ja, siehst du? Freeze und Ping, wie ich gesagt habe. Schade. Aber dafür muss der die beiden schon mal raushauen. Das ist schon mal okay. Okay. Also, das heißt, wir hätten jetzt 3 Schaden. Eine Münze wäre geil, damit wir den schon in der nächsten Runde machen können. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Aber der wird auch den Reno haben im Deck. Das, was er bisher gespielt hat, sieht ganz stark danach aus. Das Gute ist, unser Board ist gerade okay. Wir machen regelmäßig Schaden, haben noch nicht wirklich Schaden bekommen. Oh Mann, ey. Ruft einen weiteren Imperator, wenden. Ja, okay, wunderbar. Den habe ich gleich. Der wäre für meinen Ketun ganz cool. Für meinen Ketun-Magier. Der macht auch Spaß. Also ich habe momentan noch nichts irgendwie gefunden. Oha. Ich habe bisher noch nichts gefunden, was irgendwie konstant gut läuft. Also zumindest für mich irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Oha. Okay. Können auch den spielen. Die ist krass. Zufällig, ich überlege gerade, ob ich die jetzt schon haben will. Oder ob er mir die zu schnell wegsmasht.
Der kriegt eine Karte, hat aber weniger Zauberschaden und wir haben einmal Inspiration. Oha, okay. So, er müsste ihn fast opfern. Oder so. Ja gut, aber dann Feuerball dafür weg. Bis jetzt kamen zumindest noch nicht so richtig krasse Karten von ihm. Könnten den spielen? Macht das Sinn? Ihn wäre zu krass, finde ich. Ich glaube, wir nehmen ihn. Das Festmahl der Seele beginnt jetzt. Feuerball wieder. Ah, die Fackel. Okay. Macht aber auch nur 3 Schaden jetzt. Und auf alle Charaktere, das kann natürlich auch auf meinem sein. Und darauf habe ich jetzt nicht so richtig Bock. Und der... Ich kann natürlich das auch einfach auf ihn raufballern. Ich rate euch, eure Schulden zu bezahlen. Oha, nice! Das ist stark. Mal gucken, wenn er... Ach toll, stimmt, wir haben ja nur... oh Gott. Wir haben ja nur einen Diener auf der Hand. So viele Karten. Guck mal, das ist das Geile. Er musste jetzt schon den Reno ziehen. Das ist natürlich schön früh. Das finde ich gut. Denn das finde ich gut. Der, sehr nice. Jetzt haben wir den Reno schon. Jetzt brauchen wir nur noch den Eisblock. Wir holen uns mal die. Okay, uns mal die. Guck mal, wir haben 7. Kann ich mal nachwürfeln? Er macht 4 Schaden. Ihn jetzt schon einzufreezen wäre irgendwie Quatsch. Ich verpasse ihm mal 1 Schaden. Ganz entspannt. Wir haben immer noch Frost Nova, um ihn zu bremsen. Wir haben immer noch Blizzard, um ihn zu bremsen. Wow. Ganz toll. Oha. Können wir hier noch einen geilen Zauber rausziehen? Ein Schaf wäre natürlich geil. 2, 4, 6, 8, 9 Karten haben wir denn jetzt. Ach shit. Wann spielen wir den? Ein Pyroschlag hat er ja wohl hoffentlich nicht auf der Hand. Lasst uns zaubern. Den und Daumen drücken? So, 14 Schaden. Ja gut, der verursacht 8. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, mit Flamestrike kriegen wir ein bisschen was weg. Oder wir müssen Reno spielen, ne? Müssen wir, ja. Eisblock. Wow, okay, gut. Dann einmal Eisblock. Wir müssen Blizzard spielen. Eine Runde länger Zeit. Können in der nächsten Runde Flamestrike spielen. Plus ihn. Dann haben wir Ragnaros weg. Ich habe genau das, Alter, Schwede, was ihr braucht. Nee, der wird schon wieder zu mächtig, ne? Wir müssen ja Reno spielen. Nein! Alter Schwede. Boah, eine Runde haben wir noch. Wir haben einen Eisblock.
Geheimnis. Na super, wehe gegen Zauber, ey. Dreh ich durch. Ah, nee. Ach, ja, genau, die 8 Schaden habe ich eben. Ja, wir müssen den Reno spielen. Boah, ich bin am Verzweifeln momentan seit über einem Monat bei dem Spiel, ey. So, der macht 3 Schaden. Ja, ich mach den. Tja. Framestrike würde jetzt wieder gehen. Er macht 9. Dann sind wir bei 20. Dann sind wir bei 12, weil die auch noch kommt. Sind wir bei 11 wegen Feuerschlag. Und seine Karten sind total billig, ey. Mann, Mann, Mann. Elf HP noch. Und dann hat er hier noch irgendein blödes Geheimnis. Wahrscheinlich... Was? Ach, come on. Gut gespielt. Ja. Also, momentan weiß ich wirklich nicht so richtig, ob ich einfach viel zu doof bin. Ob ich zu viel experimentiere. Ob ich zu krasse Gegner hier habe. Ich weiß es nicht. Irgendwie, momentan kann ich das Spiel nicht so richtig. Ich war schon mal besser. ja. Also ich denke mal, morgen kommt die Kartenchaos-Folge. Und mal gucken, was uns da erwartet. Vielleicht kriegen wir da ja einen Win hin. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, mal schauen, wie das wird mit Hearthstone. Ich hoffe auf Onguru. Unguru. Wie auch immer man das nennt. Ich wünsche euch noch was. Bis bald. Euer Gonchi. Tschüss.